Willkommen zum zweiten Teil von dem Tisch mit der Tischkreissäge. In dem geht es darum, die Tischkreissäge auf die Platte zu befestigen, die Platte anzufertigen, die Mittelplatte anzupassen und einzulassen, sowie, wie ich gesagt habe, die Tischkreissäge aufsetzen und die Aussparung sägen. Ja, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe mir jetzt aus einer USB-Platte die Mittelplatte zugesägt. Die USB-Platte sind 12 mm dick. Habe ich mir jetzt zugesägt mit meiner Handkreissäge. Und jetzt werde ich die Aussparung machen für die Tischkreissäge. Und dann die Tischkreissäge dann draufsetzen, anzeichnen und die Löcher bohren. Das ist der nächste Schritt. Jetzt die Tischkreissäge demontieren von ihren Standfüße und dann anpassen und auf die Tischplatte draufsetzen bzw. auf die Unterlegplatte draufsetzen und dann anzeichnen und dann die Aussparung sägen, so dass die genau drauf passt und dass unten das Sägemehl dann rausfällt. Beziehungsweise denke ich, dass ich noch eine Schublade unten drunter setze, wo dann als Auffangbehälter dient. Ich werde jetzt erstmal die Tischkreissäge demontieren und dann draufsetzen. Ja, hier ist das gute Stück. Stück. Stück, nicht Stuck. Da werde ich jetzt erstmal die Standfüße demontieren, so dass ich nur noch das Untergestell habe von der Tischkreissäge. Und weil die brauche ich ja nicht mehr dann sozusagen, wenn ich diesen Tisch hier fertig habe. Ja. Wichtig ist, dass ihr entweder eine Pappe unter die Platte legt oder ein Holzbrett, so wie ich jetzt, eine Multiplexplatte. Ja. Dass das nicht zu sehr beschädigt wird, also Unterlage immer. Die 8 Schrauben gelöst, dann kann man das Untergestell wegnehmen. Das kann man dann für was anderes verwenden. Ja, und das wäre jetzt nur noch die reine Tischsäge, ohne das Untergestell. Ja. Jetzt werde ich die Umdrehungen auf die Platte draufsetzen und auspressen, so wie ich es mir ausgerechnet habe, und dann die Aussparung anzeichnen und aussägen mit der Stichsäge. Wenn das fertig ist, sollte das Ganze dann so aussehen. Hier oben kommt dann noch die Hauptplatte oben drauf. Ja. Und dann nebendran hier die Oberfriese und so soll das Ganze aussehen. Das ist so das Vorhaben von mir, die zu integrieren in einem, ja, dass man beides zusammen hat. Ja, dann werde ich mal die Maße anzeichnen, für was sie, wo ich brauche, für die Tischkreissäge, dass die genau passt. Zu kurz. Ja, ebenfalls. Na, wo ich jetzt? Gute Fix aber noch. Okay, da muss ich einen kleinen Trick verwenden. Einmal nehme ich Klettband, um das besser zu sehen, auf dem Holz angezeichnet.
Das siehst du ja gar nicht hier. Ja, die Tischkreissäge ist jetzt positioniert. So werde ich auch jetzt die Aussparung sehen. Ich habe das angezeichnet, die Tischkreissäge an den Seiten hier entlang und auf der anderen Seite genauso hier vorne. Und ich werde einen Versatz machen von 2 cm. Ja, 2 cm müssten das sein. Werde ich die Platte kleiner aussägen, da ja die Schrauben noch rein müssen, an denen 4 Löcher. Einmal hier durch eins und dann jeweils an jeder Seite 2 Stück. Dann werde ich die Platte um 2 cm kleiner aussägen, dass die Schrauben reinpassen. Ja. Das ist der nächste Schritt und das werde ich jetzt machen. Das ist die Platte, wo die Tischkreissäge nachher draufsteht. Und da werde ich die jetzt erstmal testen, dass die nicht wegrutscht. Ich habe ja gesagt 2 cm, aber ich habe gesehen, die Bohrlöcher, die sind schon 2 cm. Von der Außenkante und ich gehe auf 4 cm, dann habe ich noch ein bisschen Holz übrig, um die Stabilität zu gewährleisten. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wie die Aussparung dann aussieht, wenn ihr das sehen könnt. Und das Ganze werde ich jetzt mit der Stichsäge aussägen. Erstmal Löcher bohren. Das ist übrigens auch eine Stichsäge von Einhell. Das ist die TEJS 18 Li. Ich bin ganz zufrieden damit. Job gemacht, die Stichsäge.
Wunderbar. Sauber. Und das ist jetzt die Aussparung für die Tischkreissäge. Ich denke, dass ich noch eine Schublade unten drunter mache für die Sägespäne, was ja unten auch rausfallen, dass das aufgefangen wird. Und somit habe ich jetzt genug gewährleistet, dass die Tischkreissäge hier drauf steht, an Stabilität. Und ja, das passt. Ja, jetzt haben wir ja die Aussparung für die Tischkreissäge. Setzen, ob das passt. I-Depp, I-Bleder-Depp. Jetzt sind natürlich die Bohrlöcher weg. Das ist natürlich jetzt blöd. Nochmal Verband drauf machen. Aber so wie das aussieht, sieht das ganz gut aus. Jo. Die blöde Depp. Okay, nochmal Verband drauf machen. Das ist die Runde. Verband drauf machen. Naja, das passiert wohl. So, ich habe sie jetzt nochmal ausgerichtet. Auf ein neues Anzeichen. Gut. Das passt. Gut, werden wir jetzt die Löcher bohren, die Platten verschrauben. Dann haben wir schon mal den Teil. Ein Gruscheltisch. Ich habe in einem anderen Video gesehen, wie man ohne Standbaumaschine, ich weiß nicht mehr, wie das Video war oder hieß. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch mal im Video, wie man unten in der Videobeschreibung, wie man 90 Grad Löcher, also senkrechte Löcher, auch bekommt ohne Standbaumaschine. Und zwar einfach mit zwei Holzstücken, die ein Stück gegenversetzt zusammenheben und dann den ans Bohrer fixieren und den Bohrer dann dagegen drücken und bohren. Somit werden die Löcher schon mal fertig. Dann kann ich auch jetzt das Kreppband abziehen. Also wir sind ja damit fertig. Und die Platte kann ich dann auch schon festschrauben. Ja. So. Es geht voran. Hm.
Okay. Da werde ich natürlich mit meinem Sechser Loch bohren. So. Ja, machen wir mal das Wahre rein. Ich werde die Tischkreissäge jetzt noch nicht verschrauben komplett, da ja die Hauptplatte noch angefertigt werden muss. Und ich habe die Idee, kam ja aus dem Video, aus dem anderen Video, was ich gesehen habe. Der hat die Platte von der Tischkreissäge abmontiert, auf der Hauptplatte aufgezeichnet und dann durchgebohrt. Aber das gefällt mir nicht so ganz. Und dann mit Schrauben befestigt. Ich habe eine andere Idee, dass ich nur zwei Schienen mache. Die habe ich jetzt nicht mit im Plan eingerechnet, die dann hier, also quasi wo diese Schraube hier sitzt, entlang laufen und dann mit einer Schraube von der Seite befestigt sind und an der Tischplatte von unten dann. Das gefällt mir besser, so beschädigt die Tischplatte nicht. Und falls mal was ist, dann kann ich die auch einschicken. Ja, das ist die bessere Lösung. So soll das Ganze dann aussehen. Aber ich habe festgestellt, dass die M6 50er, was ich hier verwende, zu kurz sind. Ich werde M6 60er verwenden, weil zum Schrauben ist das ein bisschen zu kurz mit Unterlegscheibe, oder M6 70er. Mit 70er Länge, das ist 10-mal besser.